Sicherlich kennt ihr das auch. Ihr wollt eigentlich etwas lernen, die nächste Klausur steht an, aber ihr werdet ständig von irgendwelchen Dingen unterbrochen. Entweder euer Kumpel oder eure Freundin ruft an, irgendjemand schreibt euch bei WhatsApp oder ihr müsst schnell noch auf eine E-Mail reagieren. Warum das beim Lernen sehr gefährlich ist und wie man dagegen angehen kann, zeige ich euch in diesem Video. Damit viel Spaß! Für das Lernen können Ablenkungen tödlich sein. Sie hindern uns nämlich dabei, dass wir uns richtig konzentrieren und fokussiert einer Aufgabe nachgehen können. Ein ganzes Buch darüber hat übrigens auch Cal Newport geschrieben. Das Buch nennt sich Konzentriert arbeiten bzw. im Englischen Deep Work. Cal Newport selbst ist Wissenschaftler im Bereich der Informatik und erläutert in diesem Buch eben die Bedeutung von konzentriertem Arbeiten in seinem Umfeld als Wissenschaftler. Und genau das, was er eben beschreibt, lässt sich auch auf die Schule oder die Uni übertragen. Wer Interesse hat, kann gerne in der Videobeschreibung schauen. Dort findet ihr einen Link zum Buch. Ich kann es euch nur empfehlen, ich persönlich habe es zum Beispiel über Audible gehört. Das Buch beschreibt das Prinzip von Deep Work. Deep Work beschreibt einen Zustand, in welcher ihr konzentriert und ohne Ablenkung einer anspruchsvollen Aufgabe nachgeht. Der Hintergrund? Besonders durch das Informationszeitalter und Social Media gibt es zahlreiche Ablenkungen. Parallel wird allerdings konzentriertes Lernen eine Kernfähigkeit im Zuge der Digitalisierung. Somit wird es in Zukunft immer bedeutender, fokussiert zu lernen. Durch echten Fokus beim Lernen gelangt man nämlich in einen sogenannten Flow-Zustand. Dieser tritt ein, wenn man seinen Verstand an seine Grenzen bringt und ihn wirklich herausfordert. Sicherlich kennt ihr das auch, wenn ihr bei irgendeiner Sache voll im Flow seid und vielleicht auch gar nicht merkt, wie die Zeit überhaupt vergeht. Cal Newport beschreibt eben dies in seinem Buch und beschreibt, wie viele Wissenschaftler ein Leben voller Ablenkungen führen, zum Beispiel durch E-Mails, Social Media oder auch die Personen, die uns anrufen und unsere Aufmerksamkeit rauben. Deswegen ist es eben beim Lernen besonders gefährlich, sich von solchen Ablenkungen beeinflussen zu lassen. Und wir haben euch nun einige Tipps herausgearbeitet, um Deep Work auch in euer Leben zu etablieren. Erstens, einen Ort ohne Ablenkungen besuchen. Geht zum Lernen am besten an Orte, wo es gar keine Ablenkung gibt, also am besten völlig abgeschottet von allem. Das macht vor allem Sinn, wenn ihr alleine lernt und nicht in einer Lerngruppe. Hierzu eignen sich zum Beispiel die Gebäude der Uni selber, vor allem die BIP. Hier ist es ruhig und jeder ist damit beschäftigt, konzentriert zu lernen. Aber auch die BIP ist nicht für jeden optimal. Auch hier trifft man häufig Kommilitonen, Freunde, Bekannte, die einen immer wieder vom Lernen abhalten. Sucht euch also einen Platz, wo ihr das so gut wie möglich reduzieren könnt. Bei uns in Braunschweig gibt es zum Beispiel ein Gebäude, wo man sich Lernräume nur für sich selber reservieren kann und wo man wirklich ungestört ist. Zweitens, Deep Work Phasen planen. Plant euch Deep Work Phasen fest in den Tag ein und versucht eine Routine zu etablieren. So ist es zum Beispiel sinnvoll, sich jeden Tag für 2 bis 3 Stunden etwas abzukapseln. In der Zeit kann man dann wirklich konzentriert arbeiten. Ihr müsst euch natürlich nicht den ganzen Tag von Freunden und der Außenwelt abschotten, aber ein paar Stunden eignen sich oft, um wirklich konzentriert einer anspruchsvollen Aufgabe nachzugehen. Damit man diese 2 bis 3 Stunden auch produktiv nutzt, sollte man diese am besten planen. Überlegt euch also gut, was für Lernziele ihr in der Zeit genau erreichen wollt. Meidet dabei vor allem Multitasking, also konzentriert euch immer nur auf eine Aufgabe gleichzeitig. Multitasking ist nämlich erwiesenermaßen extrem unproduktiv. Drittens, das Handy ausschalten. Schaltet in dieser Zeit euer Handy am besten komplett aus. Das hilft euch dabei, der Versuchung zu widerstehen, doch immer mal zwischendurch WhatsApp oder Snapchat zu checken. Falls ihr mit dem Laptop arbeitet, meidet hier auch jegliche Mailprogramme und schaltet eure ganzen Benachrichtigungen aus. Viertens, Deep Work am Anfang des Tages umsetzen. Am besten ist es, die Deep Work-Phasen direkt nach dem Aufstehen zu etablieren. Dies wird auch durch das Prinzip Eat That Frog beschrieben. Das bedeutet, den größten Frosch, also die wichtigste Aufgabe, direkt am Anfang des Tages zu machen. Die Willenskraft erschöpft sich nämlich nach und nach im Laufe des Tages und wenn ihr abends um 21 Uhr nach Hause kommt, habt ihr nicht mehr die Energie, wirklich produktiv zu lernen. Also legt euch die Lernzeiten, wenn möglich, direkt in den Morgen. Besonders nachts zu lernen ist auch in vielen Fällen sehr unproduktiv. Es verursacht Stress und der Körper braucht eigentlich seine Ruhe. Damit hoffen wir, dass euch unsere Tipps weitergeholfen haben und du sie umsetzen kannst. Hier nochmal die Zusammenfassung. Erstens, Orte ohne Ablenkung besuchen. Zweitens, Deep Work Phasen planen. Drittens, das Handy ausschalten.
und viertens Deep Work am Anfang des Tages umsetzen. Ja, wie gesagt, viel Spaß bei der Umsetzung und vielen Dank fürs Zusehen. Lasst uns gerne eure Meinung in den Kommentaren da und bis zum nächsten Mal bei LearnHack.